Stadt-TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Der Filmbeitrag über das Feuerwehrfest 2013 wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Bad Hersfeld. Fest dieses Jahr wieder auf einem ganz neuen Platz? Ja, wir wollten mal was Neues versuchen und in die Innenstadt gehen, um halt auch ein bisschen näher an dem Publikum bzw. an den Stadtbewohnern zu sein. Ist das dieses Jahr ein besonderes Fest, ein Jubiläum? Nee, Jubiläum nicht. Ganz normales Feuerwehrfest, wie es traditionsmäßig jedes Jahr abgehalten wird. Und der Festzug? Vom Ablauf her, Festzug gibt es immer, jedes Jahr. Aber vom Ablauf her halt direkt mal durch die Innenstadt. Also auch wieder ein bisschen was Aktuelles und Neues. Gestern Abend war schon eine große Veranstaltung, am Freitag war eine große Veranstaltung. Erzählen Sie uns ein bisschen was darüber. Freitagabend hatten wir eine kleine Disco-Veranstaltung mit als Ü31-Party ausgelegt, wo wir auch wieder so ein bisschen das Mittelalter in Anführungsstrichen ansprechen wollten. Ist sehr gut angekommen. Gestern Abend hatten wir die Bayerischen Sieben da, die richtig Stimmungsmusik gemacht haben. Wir haben zum Feuerwehrfest haben wir die Kameraden der Feuerwehr Rothenburg eingeladen. Die stellen hier den ELW2, den Einsatzleitwagen des Landkreises vor, der bei Großschadenslagen eingesetzt wird und im Prinzip eine mobile Führungseinheit ist, um größere Einsatzstellen funktechnisch abzuarbeiten. Ja, also zum einen sehen wir drüben zwei Monitore des ersten PCs, mit dem man so ein paar taktische Sachen darstellen kann und auch Einsatzleitprogramme drauf führen kann. Dann geht es weiter mit unseren Funkgeräten, zwei Digitalfunk, viermal analog und noch ein weiteres Digitalfunkgerät. Noch ein zweiter PC-Arbeitsplatz mit zwei Monitoren. Und im unteren Bereich des Funktisches Telefone und Funkabfrage-Bedienplätze. Wir befinden uns hier im zweiten Teil des ELW2. Das ist der Besprechungsraum des Einsatzleitwagens des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. In diesem Raum trifft sich die technische Einsatzleitung bei jeder Art von Schadenslage, um den Einsatzleiter mit ihren Funktionen zu unterstützen. Und dort besteht die Möglichkeit, mit Mitteln der Informations- und Kommunikationstechnik den Einsatz zu führen und zu unterstützen. In der technischen Einsatzleitung gibt es Sachgebietsleiter für den Einsatz, für die Lagedarstellung. Es gibt Sachbearbeiter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt einen Sachbearbeiter für den Bereich Versorgung. Und so kann eine größere Schadenslage besser abgearbeitet werden, weil dadurch die einzelnen Aufgabenfelder kleiner werden und dadurch ist eine bessere und effizientere Abarbeitung möglich. Und deswegen gibt es diesen Einsatzleitwagen 2, der von der Feuerwehr Rotenburg gestellt wird.